So, wir sind jetzt am Starnberger See. Auch wieder mit ein bisschen Aufregung verbunden. Ja, die Story erzähle ich aber nachher mal in Ruhe. Also Teil 1 der Story. Als wir hier in Starnberg ankommen, wir mussten ja zur Einreise nach Italien einen Negativtest haben. Und in der Rezeption sagen sie uns dann, dass dieses Testzentrum amtlich geschlossen worden ist, obwohl wir einen Termin hatten und die haben uns natürlich nicht abgesagt. Und dann ging die große Suche nach einer Alternative los. Der dritte Teil der Story. Als wir ankommen, wie gesagt, Testzentrum amtlich geschlossen und dann hat Heidi nochmal nachgeguckt und dann brauchen wir doch nur einen Antigenentest und jetzt können wir tatsächlich im Hotel morgen früh vor dem Frühstück so einen Schnelltest machen und ob der dann gültig ist oder nicht, Hauptsache steht irgendwas auf Englisch. So, das ist hier unser Hotel, Hotel Starnberger See. Im Prinzip praktisch für uns, weil es direkt am S-Bahnhof ist. Wir sitzen jetzt beim Italiener. Der ist wirklich gut. Gut und preiswert. Ja, direkt bei unserem Hotel. Ein toller. Preiswert weiß ich nicht wirklich. Aber... So, wir sind jetzt hier im, mehr oder weniger im Ortskern von Starnberg. Diese von Rotbuchen gesäumte Straße ist natürlich super schön. So, wir besuchen jetzt die Zweigniederlassung der Ewald W. Schneider GmbH in Starnberg. Wir sind jetzt am Starnberger Bahnhof und fahren jetzt mit dem Regionalbahn nach München Hauptbahnhof. Alles mit viel Reserven eingebaut, weil bei Bahn weiß man ja wirklich nicht, was da so kommt. Ein Zug fällt schon aus. Das ist aber normal, vollkommen normal. Aber wir sind Schatz hier rein. Also jetzt erst. 1, 2, 3. So, wir sind jetzt kurz vorm Brenner. Und erzähl mal, was jetzt abgegangen ist hier. Ja, jetzt wurden die Covid-19-Formulare, also unser Schnelltest von heute Morgen überprüft, dann das Einreisedokument nochmal überprüft. Fieber gemessen und wir hatten nicht über 37,5, also wir dürfen meiner Frau trotz nicht schauen, wie trotz, toll die Landschaft ist. Trotz nicht funktionierender Klimaanlage. Bist du jetzt relaxter? Ich bin jetzt relaxter. Kann ja was essen. 3 Kilo hat mich das bestimmt gekostet. Ja, das kann. 3 Kilo. So, wir sind jetzt schon weit hinter Bozen und hier ist einfach gigantisches Wein- und Obstanbaugebiet. Wir fahren bestimmt schon seit einer halben Stunde hier an Weinfeldern, Obstfeldern und sonst was vorbei. Das ist schon echt gewaltig hier unten. So, die Busreise haben wir auch geschafft und dann haben wir nochmal 1 Kilometer den Koffer geschoben. Das war auch okay und jetzt sind wir in unserem wirklich schönen modernen Hotel. Mit schöner Balkonaussicht auf den tollen Lake. Ah, Mensch, mir fallen die Namen schon alle nicht mehr ein. Ne? Lago Garda. Also Gardasee. So, wir sind jetzt hier in der Altstadt Macht er mich doch gerade, wie das hier heißt. Ripatel Garda, genau. Gut gegessen, oder? Ja. So, jetzt mache ich hier mal so ein Rundum-Ding hier. Ist ja fast wie Venedig. Das wirst du erst sehen, wenn du tatsächlich in Venedig. Tja, das ist schon was anderes wie wieder Käse, du. Das sag ich dir. Ui, ui. Ich nehme mein
Guck aufrecht. Das hier ist unser wirklich schönes, modernes Hotel am Gardasee. Absolut cool. Das hier ist meine liebe Heidi mit ihrem schiefen Rucksack, die ausgerüstet ist, als wenn sie die Alpen überqueren wollte. Aber das macht sie nur, um das ein bisschen sich dran zu gewöhnen. Meine Heidi ist mittlerweile komplett ausgerüstet, ja, für Outdoor-Aktivitäten jeglicher Art. Ja, nochmal das Hotel. Das hat jetzt wirklich eine ideale Lage. Ist vielleicht so 1 Kilometer von der Altstadt entfernt. Aber da kann man nicht wirklich meckern. Wir laufen ja auch wirklich gerne. Ich habe schon wieder ein italienisches Wort entdeckt, was sehr spanisch klingt. Salvataggio. Lebensretter auf Spanisch. Ja, auf jeden Fall ist das so, wie man sich den Gardasee vorstellt. Das ist im Hintergrund schöne Berge, so ein bisschen mediterrane Atmosphäre, wunderschön. Habe ich schon, meine Süße. Wie heißt der Ort jetzt hier? Tobol. Tobol. Cool.